Im Osten Afghanistans sind am Montag 10 Mädchen beim Brennholzsammeln von einer Explosion getötet worden. Zwei weitere wurden verletzt. Es war zunächst unklar, ob es sich um eine von Taliban gelegte Bombe oder eine ältere Landmine handelte. Zwei meiner Enkelkinder wurden auf dem Weg zur Schule getötet, sagt dieser Mann. Die Mädchen seien zwischen 9 und 11 Jahren alt gewesen, sagte der Provinzgouverneur. Auch in anderen Teilen Afghanistans kam es zu Gewalt. Bei einer Bombenexplosion in Kabul kamen zwei Menschen ums Leben. 15 weitere wurden verletzt. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Ihnen zufolge handelte es sich um ein Selbstmordattentat, gerichtet gegen eine US-Firma in der afghanischen Hauptstadt.